Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Kanalmagazin Pegelstand für den Monat Mai. Der liegt jetzt schon wieder bereits hinter uns. Und der Mai hat ja, wie das Sprichwort schon sagt, alles neu macht der Mai, auch viele Veränderungen gebracht. Die wollen wir uns ganz kurz noch einmal anschauen. Dann gehen wir auf die Werte ein. Ja, ihr legt ja immer wieder Wert auf die Transparenz, Abonnenten, Wiedergabezeit und so eine Sachen. Ich weiß, dass ihr sowas gerne seht, deswegen gibt es dieses Video unter anderem. Und natürlich gibt es die Auflösung, wer die meisten Kanalpunkte gesammelt hat und so weiter. Also, fangen wir zuerst an. Ich sagte eben schon, auch wenn es erst Ende Mai war, aber ich hatte es im April damals schon bekannt gegeben, dass wir hoffentlich im Mai releasen und das haben wir tatsächlich geschafft. Wir haben unser neues Logo released. Ihr seht es oben eingeblendet und ihr habt es ja eben auch in der Transition gesehen, in dem Übergang und so weiter. Ja, wir haben ein neues Logo. Nach 3 Jahren Bestand haben wir gedacht, wir geben uns mal eine frische Identität, also eine frische Maskottchen. Und es gibt schon viele Vorschläge für den Namen. Im Moment ist für mich am attraktivsten Krauti, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn irgendwie super. Passt irgendwie einfach auch zu dem Torpedo-Hai. Ja, am Ende ist es ja nicht nur ein Hai, sondern es soll am Ende irgendwie eine Mischung auch aus Torpedo entstehen. Es gab neue Abzeichen bei YouTube und es wird im Juni neue Emotes geben, dann auch natürlich bei YouTube. Dann gibt es weitere Änderungen, die euch direkt betreffen und mit eurem Engagement und eurem Zuschauen quasi gefördert wurden. Und zwar sind wir jetzt Kontributor der Stufe 2. Ja, wir waren vorher Stufe 1 und dann, ja, jetzt logischerweise Stufe 2. Stufe 3 gibt es noch, das ist aber noch ein langer Weg. Stufe 2 schaltet aber für uns frei, dass wir ab und zu Schiffs-Giveaways auf unserem Kanal durchführen können und dann auch aktuelle Schiffe für euch verlosen dürfen. Und wir kriegen ein paar mehr Codes, die ihr in Zukunft hier bei unseren Livestreams eben zum Beispiel gewinnen könnt. Oder auch bei uns im Discord oder in anderen Art und Weisen, die wir euch jetzt noch nicht verraten. Könnte ja sein, dass sich da mal irgendwas wann verändern. Da muss ich jetzt schon im Vorwege sagen, vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt habt und dass es dadurch erst möglich geworden ist. Dann habt ihr im Mai einiges bestaunen können an Multistreams. Mit Baxter Chico haben wir, glaube ich, 2 Multistreams gehabt. Das ist richtig gut gelaufen. Wir werden auch in Zukunft mit Baxter einige Multistreams veranstalten. Das ist zumindest so im Hinterkopf bei uns. Müssen wir mal schauen. Aber wir haben es sehr positiv mitgenommen. Ihr habt uns sehr, sehr positives Feedback gegeben über Discord und so weiter. Wurden wir ja angeschrieben oder auch über Kommentare und so weiter. Dann geht's weiter, bleiben wir mal Clan intern. So ein bisschen möchte ich euch da nur einen Einblick gewähren. Unsere Alpha-Gruppe, also wir starten mit 2 Teams, Alpha und Bravo. Und unsere stärkste Gruppe hat im Moment Orkan Gruppe 1 erreicht, also die höchste Stufe da. Und wir bewegen uns in Richtung Aufstiegsgefechte. Das wäre ja nochmal so ein richtiges Highlight, wenn wir hier zum Schluss nochmal einen Aufstieg hinlegen würden. Auch da vielen, vielen Dank für euren Einsatz, dass ihr euch auch im Mai so viel Zeit für uns genommen habt, für unsere Gemeinschaft hier und die Clan-War-Ergebnisse weiter vorantreibt. Ob nur durch Training, ob nur durch Gemeinschaftsarbeit mit MSD, Training und so weiter. Also es wird auch da im Juni eine schöne Gemeinschaftsarbeit geben. Und zwar werden wir als Clan beim Schlachtfest antreten, voraussichtlich mit 2 Teams. Beide sind MSD-Seacrawls gemischt. Und das hat der Günesch dankenswerterweise mitorganisiert. Noch ein paar helfende Hände im Hintergrund waren auch dabei, die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Außerdem hat Seacrawls als Clan neue Mitglieder gewonnen. Wir haben einige Anwärter dazu bekommen. Und ja, ich hoffe, ihr fühlt euch wohl bei uns und wir werden auf euch in Zukunft vertrauen können. Werden wir dann sehen. Alles weitere besprechen wir natürlich nicht in dem Video. Gut, das war so ein bisschen der Rückblick auf Mai. Zukunft im Juni, ja, Schlachtfest am 13. und 14. Juni werdet ihr bei uns von ca. 14 Uhr bis ca. 20 Uhr, so lange werden die Streams wohl dauern, jeden Tag, also Samstag und Sonntag ist das Schlachtfest bestaunen können, wo wir selber als Clan mit antreten, aber es ist halt Bundesliga bezogen, 7 gegen 7 auf der Stufe 7 ohne Premium-Schiffe, nur Forschungsbaumschiffe sind zugelassen, wird in Modus Herrschaft gespielt. Und es gibt da ein paar Karten, Details folgen alles noch und ihr werdet dann auch die Livestream-Ankündigung bei uns auf dem Kanal sehen können und ihr seht auch ganz genau, wann es losgeht. Ich denke so roundabout 13:45, ja, mit dem Vorprogramm und so weiter und so weiter, aber um 14 Uhr sollen die ersten Gefechte starten. Bin ich sehr, sehr gespannt. Organisiert wird das von Butterkeks und er hat uns halt gefragt, ob wir mitmachen und da
ja, musste ich erst noch ein paar Sachen klären, aber inzwischen ist das auf jeden Fall safe und wir werden beide Tage streamen. Wie das mit dem Livestream am Samstagabend aussehen wird, da möchte ich echt von vornherein sagen, am 13. wird der Livestream nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden. Also wir werden halt um 13:45, 14 Uhr ungefähr anfangen und dann bis 20 Uhr durchstreamen. Ich gehe davon aus, dass ich danach nicht mehr länger streamen werde an dem Abend. Ja, vielleicht gibt es doch nochmal ein oder zwei Gefechte, wo ich einfach Bock habe. Aber bitte richtet euch am 13. nicht darauf ein, dass der Stream bis 23, 24 Uhr geht. Ja, das möchte ich erstmal gleich vorweg euch mit auf den Weg geben. Ja, und dann erwartet euch natürlich noch was anderes. Und zwar werden wir im Juni für euch ja die Emotes, die ich eben schon erwähnt hatte, für euch parat stellen. Auf jeden Fall schon mal bei YouTube dann auch zur Verfügung stellen. Wenn ich mich recht entsinne, müsste das dann morgen, also der 2. Juni, 3. Juni irgendwann, werden die Emotes dann verfügbar sein. Gut, und jetzt kommen wir dann zu den Zahlen, auf die ihr immer so ein bisschen steht, will ich es mal so ausdrücken, ja. Wir haben natürlich auch hier wieder neue Zahlen, also nicht die gleichen wie im April, sondern neue sozusagen. Also Aufrufe gibt es 31.263 Klicks. Ne? Das ist ein Plus im Vergleich zum Vormonat von knapp 3.000. Daraus sind 7.711 Stunden Wiedergabezeit entstanden. Das ist ein leichtes Minus. Ja? Also wir wurden häufiger geklickt, aber weniger lang geguckt, kann man sagen. Bei den Abonnenten haben wir 252 neue Abonnenten gewinnen können. Im April waren es noch über 300. Also haben wir da auch einen leichten Rückgang. Das ist aber ganz normal, dass da Schwankungen existieren. Da müssen wir uns jetzt hier keine, in Anführungsstrichen, Gedanken machen und ihr euch halt auch nicht, ja, als Zuschauer, die den Kanal unterstützen will. Weiter geht es dann auch bei Twitch. Und bei Twitch haben wir exorbitant zugelegt, kann man sagen. Also das war der stärkste Twitch-Monat aller Zeiten bis jetzt. Wir haben durchschnittlich 64 Zuschauer mit jedem unserer Livestreams erreicht. Wir sind ja Multistreamer, das heißt, ihr seht das Signal bei YouTube, Twitch, Facebook und Mixer parallel. Zumindest ist das aktuell noch so. Und ja, hier gibt es eine deutliche Steigerung. Wir haben irgendwie durchschnittlich 15 mehr Zuschauer mit unseren Streams erreicht. Außerdem 167 neue Follower gewonnen. Im Vormonat waren es noch 130 über den Daumen. Also auch da ein deutliches Plus hingelegt. Und die angesehenen Minuten sind dementsprechend auch gestiegen auf 138.000 angesehene Minuten. Ich glaube, im Vormonat waren es knapp 100.000. Also ihr merkt, dass es bei Twitch richtig vorangeht. Und ja, wir werden weiter beobachten natürlich. Im Moment, im Mai, konnte man relativ doll feststellen, das möchte ich jetzt nur mal so in den Raum gestellt haben, dass die Wiedergabezeit und die Anzahl der Zuschauer, die unsere Leistung verfolgt haben, bei Twitch stärker war als bei YouTube. Das war der erste Monat, wo wir das so für uns festhalten können und festgestellt haben. Jetzt liegt es an euch, am Ende halt auch ein bisschen zu gucken, wo ihr uns schaut. Ja. Und ja, wir werden das natürlich weiter beobachten. Dann geht es zur Facebook-Seite. Auch da gibt es weiter Veränderungen. Nicht so starke Veränderungen, aber auch da haben wir 30 neue Seitenabonnenten erreicht und dann eben auch 14 neue Gefällt-mir-Angaben. Das ist auch eine tolle Sache. Das wächst in der logischen Variante halt nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel die Follower bei YouTube oder Twitch. Auch bei Mixer gab es noch zwei oder drei neue Abonnenten. Ja, aber ist halt eine kleine Plattform, kleiner Kanal. Ist ganz normal, da mache ich mir halt auch keine großen Gedanken. Punkt ist jetzt erstmal, vielen, vielen Dank zu sagen für eure ganze Unterstützung, auch im Monat Mai. Und wir hoffen, dass wir euch auch im Juni wieder einen vernünftigen Content bieten können, der euch begeistert und ihr möglicherweise die Sache auch nutzt, um weiter zu erzählen, dass wir tollen Content haben und ihr auch was mitnehmen könnt, was lernen könnt, möglicherweise über neue Informationen ausreichend oder mehr als ausreichend informiert werdet und ja, viele Fragen hier auch einfach loswerden könnt zu aktuellen Themen rund um World of Warships zum Beispiel. Und dann kommen wir noch zu dem letzten Punkt, den wir hier ja immer in unserem Pegelstand
euch zeigen. Und zwar ist das unser Kanalpunkte, die wir bei YouTube sammeln durch Aktivität im Livestream. Und ihr wisst ja, wie das alles läuft. Das ist ein selbst ausgedachtes Programm, was nicht in Zusammenarbeit mit World of Warships passiert, sondern wir ermöglichen euch euren Einkauf im World of Warships Premium Store, wenn ihr genug Punkte gesammelt habt. Also Siegrauts Euronen. Der erste bekommt 3 Siegrauts Euronen, der zweite 2 und der dritte 1 Siegrauts Eurone. Sobald ihr 15 Siegrauts Euronen habt, könnt ihr in dem Wert quasi in dem World of Warships Premium Store auf unsere Kosten einkaufen. Und dafür muss man nur aktiv sein im Livestream, also zuschauen, chatten. Ja? Und im Monat Mai waren die aktivsten der Loradak 99, der 396 Punkte in dem Monat erreicht hat. Als zweiten Platz Dahogi, der hier den Rang Löschmeister belegt und 263 Punkte hat. Und dann kommt der Launitsu, der 257 Punkte erreicht hat. Hier hinten ab Rang 2 wird es relativ knapp mit den Punkten. Also da geht es mal relativ schnell ein Stream mehr oder weniger geschaut und schon wäre man rangmäßig da ausgetauscht. Jan Feucht hier ist jetzt das erste Mal relativ weit oben mit dabei, wenn ich mich recht entsinne. Wir werden natürlich euch wieder eintragen in die Excel-Tabelle, die ihr auch unter diesem Video als Link findet. Und ihr seht auch, ne, das hat mit den Punkten nichts damit auf sich, wie viel Watchtime ihr habt. Ja? Hier in Jan Feucht hat 34 Stunden, ist trotzdem relativ weit oben. Es geht einfach nur um Aktivität im Livestream. Ja? Umso aktiver ihr seid, auch im Chat halt, desto besser ist das quasi, um hier Punkte sammeln zu können und dann gegebenenfalls eben von uns ein Geschenk mitzunehmen. Gut, die Punkte und die Siegrauts-Euronen werde ich jetzt gleich gut schreiben. Das findet ihr also gleich in der Excel-Tabelle, wenn ihr sie abruft, wie da die Kontostände sind. Ja, müsst ihr einfach raufklicken dann auf den Link unten in der Beschreibung. Und dann kann ich jetzt einfach nur noch sagen, vielen, vielen Dank ja, für den Monat Mai. Auf in den Juni, wir haben einiges für euch vorbereitet. Bis dahin, sagt euer Siegrauts-Team und euer Andi. Ciao, ciao.